So, meine lieben YouTube-Fans, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video die Transfernachrichten aus der österreichischen Bundesliga. Da es ja heute schon mit dem Auftaktspiel vom Rapid Wien gegen Salzburg losgeht. Die Transfers vom SC von Red Bull Salzburg. Zugänge und Abgänge. Zugänge: Rasmus Christensen von Ajax Amsterdam, Seko Keita Retour vom WRC, Gideon Mensah Retour vom SK Sturm, Mohamed Kamara Retour vom Hartberg, Mayat Ashimero Retour von FC St. Gallen, Hejang Wan Retour vom HSV, Masaya Okugawa Retour von Holstein Kiel, Mahamadou Dembele Retour von Fortuna Sittard und Carlos Coronel Retour von Bethlehem St. Spielerabgang: Munas Tabur zum FC Sevilla, Xaver Schlager zum VfL Wolfsburg, Stefan Leiner zum Mönchengladbach, Frederik Gulbrandsen zu Başakşehir, Hannes Wolf zu RB Leipzig, Christoph Leitgeb zu Sturm Graz. Der LASK: Zugänge: René Renner von SV Mattersburg, Valentin Müller vom SC Altach, Thomas Sabitzer vom KSV, David Schneck vom FC Liefering, Retour Markus Ragutz von den Juniors aus Oberösterreich und Dominik Reiter Retour von Wiener Neustadt. Spielerabgang: Maximilian Ullmann zu Rapid Wien, Shaw Victor zum VfL Wolfsburg und Florian Jamek zum SCR Altach. Dann kommen wir zum WAC. Zugänge: Manuel Kutin von Admira Wacker Mödling, Stefan Beric von Wacker Innsbruck, Sean Weismann von Maccabi Haifa und Anderson Niangpo, Laie vom FC Liefering, ebenfalls Laie Alexander Schmidt vom FC Liefering. Abgänge: Sasa Jovanovic vereinslos, Bernd Gschweiler zum SC Altach, Seko Keita Retour zu Red Bull Salzburg, Kevin Friesenbichler wechselt in die zweite deutsche Liga zu Osnabrück, Gerald Nutz zum Zweitliga-Aufsteiger GRK, Asch Kikpo vereinslos und Bojan Aframovic auch ebenfalls vereinslos. Dann kommen wir zur Austria Wien. Zugänge: Stefan Zierschitz von Admira Wacker Mödling, Kana Kavlan vom FC Emmen aus der Niederlande, Maudu Yakure vom FC Sabail, Johannes Handel von der zweiten von Wacker Innsbruck, Benedikt Bicher von Austria Klagenfurt und Tarkan Serbes Retour von Kasim Pasha. Spielerabgang: Uros Matic zu Apo El Nicosia zurück, Igor zu Spal Ferreira nach Italien, Christian Cuevas Retour zu Huapacino in die chilenische Liga und Thomas Salomon verlässt die Austria Richtung Horn. Dann kommen wir zum SK Puntigama Sturm Graz. Die Neuzugänge: Christoph Leitgeb von Red Bull Salzburg, Emanuel Sakic von Astromitos Athen und Thorsten Röchner vom FC Ingolstadt. Und heute vermeldet ein neuer Stürmer Bekim Alay von einer russischen Mannschaft namens Starkam Krosinek. Die Abgänge vom SK Sturm: Lukas Grotzurik leihweise zu Karlsruher SC, Sandy Lofitz zum FC Lugano, Retour genommen Gideon Mensah zu Salzburg zurück und Arne Jakubiric Retour zum FC Empoli. Dann noch in diesem ersten Part der SKM St. Pölten mit Zugänge: Ahmed Muhammed Begovic Retour von Amstetten und Robby Riski Retour von AUX Gis Mikos. Abgänge: Roko Misov zu Miedz Legina, wahrscheinlich nach Polen, Taxi Rajis von Tunis zum SK Rapid Wien und Eldis Bayrami vereinslos. So, das war der Part 1 und gleich im Anschluss folgt der Part 2 von den Transfernachrichten.